Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Noah Box von Shakusa. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Noah von Shakusa, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier eine recht große quadratische Box vor uns. Das Ganze ist so ein klassisches Boxformat, wie wir es kennen bei den Boxen, wo eine Kappe mit dabei ist. Und genau das ist auch hier der Fall. Wir haben hier eine weinrote Box mit einem abnehmbaren Deckel. Und dieser Deckel, dieses Cover, ist sehr interessant gestaltet. Wir haben hier in der Mitte einmal Shakusa Noah, die beiden Schriftzüge, diese beiden Worte, die sich hier so überlagern. Dann haben wir den Interpreten hier in Rotstich, also so rot eingefärbt, das Gesicht von Shakusa. Genauso wie seine beiden Hände, die scheinbar gefalten sind, als würde er gerade beten. Und dann haben wir hier diverse Farbkleckser in weiß, in lila, so Verwischungen. Und es sieht so aus, als wäre hier auch eine Zigarette dazu gezeichnet worden. Also ein sehr interessantes Bild. Wie gesagt, ansonsten rundum hier in weinrot gehalten. Und auf der Unterseite, jawohl, hier haben wir es, haben wir einmal die Infos, was sich in dieser Box befindet. Noah Album, Noah Instrumentals, Shakusa Cap, drei Postkarten und Autogramm. Dann haben wir die Credits zum Album und einen Barcode darüber. Hier die Unterseite ist auch komplett so in diesem Wischstil gehalten, so weiß und dunkelblau. Sehr speziell das Ganze. Hier kenne ich um ehrlich zu sein jetzt nichts Genaues. Sieht vielleicht aus wie Treppen, aber ja, sind vielleicht auch einfach nur so Farbverlagerungen. Auf jeden Fall künstlerisch sehr interessant gestaltet das Ganze. Wie gesagt, der Deckel ist abnehmbar. Von innen weiß. Dann haben wir hier einmal die Kappe. Das Album. Die Instrumentals. Sowie 1, 2, 3 Karten. Ja, also drei Postkarten und eine davon unterschrieben. Von innen glatt weiß. Wir packen den Deckel mal wieder drauf und machen die Box dabei zur Seite. So, hier ist nichts in Folie. Das heißt, wir können direkt mit dem Album starten. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier ein Digipack, auch hier wieder in diesem Weinrot gehalten. Und vom Cover her ist das Ganze wie auch schon die Box designt. Hier fällt etwas auf und zwar haben wir hier einen Sticker. Ich dachte jetzt vielleicht, dass das Ganze versiegelt war, aber nein. Es ist wirklich hier ein Sticker, der hier oben angebracht ist. Kein Siegelsticker. Hier lesen wir Shakusa Noah. Ebenso auf der Seite hier in Rot und Schwarz gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Also 2, 5, 7, 9, 11, 13 hier aufgelistet. Und wir haben keinerlei Features. Also sind wirklich 13 Solo-Tracks von Shakusa, Credits und Barcode. Gut, es ist das 8. Album von Shakusa. Wir werfen mal einen Blick ins Booklet. Okay, es dürfte sich hier um ein Poster-Booklet handeln. Jawohl. So, dann machen wir es mal hier auf. Wir haben hier einmal auf der einen Seite einen roten Rahmen und ein quadratisches Poster-Booklet. Und hier haben wir dann, was lesen wir hier? Einmal die Credits zum Album Noah. Okay. Also, wer war daran beteiligt, wer hat produziert, co-produziert, aufgenommen, gemixt, gemastert, etc. Und dann haben wir hier die Infos zu den Instrumenten. Also, wer war da beteiligt, wer hat gesungen, beziehungsweise, ja, wer hat gerappt, gesungen. Das war natürlich Shakusa. Dann haben wir hier noch die einzelnen Instrumente aufgeführt, wer da was beigesteuert hat. Ja, links und rechts unten. Links oben und rechts unten dann jeweils noch Aufnahmen von Shakusa, auch hier wieder in diesem verwischten Stil.
Und auf der Rückseite haben wir dann ein Poster. Hier wieder das Cover zu sehen in diesem Weinrot. Ja, was natürlich jetzt auffällt, dadurch, dass das so ganz eng gefalten war, hat man hier dann doch einige Faltlinien mit drin. Aber ja, kann man trotzdem aufhängen, das Poster im Hochglanz, quadratisch. Es ist doppelseitig bedruckt, aber ja, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass irgendjemand ernsthaft vorhat, sich diese Album-Credits in diesem roten Rahmen hier aufzuhängen. Aber die andere Seite kann man ja durchaus machen. So, genug zum Booklet bzw. zum Poster. Was haben wir hier? Shakusa Noah. Dann auch nochmal hier eine Abbildung des Interpreten. Dann haben wir rechts auch nochmal eine Abbildung. Und dann in der Mitte kommen wir zur Album-CD. Die ist so gestaltet in Silber und Rot. Shakusa Noah lesen wir auch hier wieder. Die Rückseite ist glatt rot. So, dann haben wir zusätzlich zum Album die Album-Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle. Auch hier lesen wir wieder Shakusa Noah und genau dieser ist hier auch abgebildet. Auch hier wieder diese verwischte Optik, allerdings etwas anderes Farbspektrum. Auf der Rückseite haben wir keine Tracklist, sondern wir haben einfach nur alle Instrumentals mit so einem merkwürdigen Smiley. Okay, interessant. Hier wieder die Credits. Dann schauen wir mal hinein. Okay, aber hier hat man das Ganze danach geholt. Also wir sehen hier rundum die Tracks aufgelistet. Also man hat hier die Instrumentals zu Noah dann hier direkt auf die CD geschrieben. Hier sehen wir zum Beispiel Tanzmarie oder Prag. Nachdem das ja auf der Hülle hinten nicht zu sehen war, hat man das dann einfach auf die CD direkt gemacht. Auch eine Variante. So, dann haben wir drei Postkarten. Also dreimal Shakusa hier abgebildet. Einmal hat er auch unterschrieben. Wir haben hier einmal in Schwarz-Weiß im Querformat. So sieht das aus. Also ist wirklich so im Postkarten-Layout gehalten. Kann man natürlich dann verschicken. Dann hier einmal im Hochformat und in Farbe. So sieht das aus. Und diese hier, ebenfalls im Hochformat, das ist das Cover, nur ohne diese Wischoptik, denn wir erinnern uns, wo haben wir es? Hier bei der Box. Ja, also das dürfte 1:1 diese Abbildung sein, nur eben ohne diese Zigarette, diese angedeutete Zigarette und diese ganzen Streifen, diese verwischte Optik. So sieht das aus, mit schwarzem Stift hier unterschrieben, das Ganze im Hochformat und Rückseite auch wieder in diesem Postkartendesign. Packen wir die mal zur Seite und kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar ist das eine Cap. Wir haben hier eine schwarze Kappe mit einem weißen C auf der Front. Ansonsten der Schirm auch in schwarz gehalten, unten in, ja, in grau. Das Ganze ist eine Snapback, bedeutet wir haben hier hinten natürlich eine verstellbare Größe. Hier kann man es dann individuell an den Kopf anpassen. So, was haben wir hier? Was lesen wir hier? Shakusa lesen wir hier. Und wir haben es hier zu tun mit, okay, Wasch- und Pflegehinweise, 100% Acryl und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts weiter zu sehen. So sieht die Cap von innen aus. Okay, wie gesagt, von unten das Ganze grau. Ja, schlicht gehalten in schwarz und weiß. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Snapback mit diesem Shakusa C auf der Front. Dann haben wir drei Postkarten. Zwei davon im Hochformat, eine im Querformat und eine auch unterschrieben. Dann die Instrumentals zum Album, die kommen in einer Papphülle. Wie gesagt, 13 Tracks sind da drauf. Und natürlich das Album an sich, das kommt im Digipack, inklusive Posterbooklet, 13 Tracks auf diesem Album.
Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Noah von Shakusa. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shakusa unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.